Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen weiter leveln mit meinem Dunkeleisenswerk. Mittlerweile bin ich Stufe 87 und näher mich so langsam Warlords of Draenor mit schnellem Schritte. Und ja, wir werden jetzt wieder ein bisschen Dungeons queuen. Und zwar habe ich mir überlegt, ja komm, lass mal MOP rein queuen. Sind jetzt in einer, ja, Drei-Spieler-Gruppe. Heute mal so ein spontaner Freitagsstream. Dachte mir, komm, egal. Levelst du einen Char ein bisschen weiter. Heute vielleicht mal ein bisschen kleinere, entspanntere Gruppe. Und ja, jetzt mache ich, bis wir einen Proc haben, fange ich jetzt schon mal an, hier ein, zwei Quests zu machen. Das letzte Mal bin ich ja schon ein bisschen umgeflogen, habe die Schätze geholt. Ja, okay. Das mit den Quests wird anscheinend doch nichts. Wir haben einen relativ schnellen Proc hier gehabt. Oh, und komm, in den Jade-Tempel. War ich da schon drin? Ich bin gerade im Überlegen. Ich meine, ich war im Jade-Tempel noch nicht drin, ne? Ah, schau mal, ich habe sogar die Quests. Perfekt. Das ist ja super. Super duper. So, achso, ich habe wieder mein Auto-Add-on. Das nimmt es automatisch an. Das ist... ach shit, okay. Das war jetzt schon mal Crap. Jetzt habe ich mein Licht schon mal rausgehämmert. Egal. Ich war jetzt irgendwie gerade so drauf, dass ich Monk spiele. Da habe ich nämlich das Rollen auf T, ja. Deswegen habe ich jetzt gerade mein Rollen... also wollte ich mein Rollen drücken, hat es aber nicht. Das ist immer, wenn man sehr viele... okay, warte mal, ich glaube, ich muss jetzt dann gleich Hand auflegen, weil der Heiler scheint noch nicht, oder? Darf ich das noch? Meine eigene Hand? Doch, ich spare jetzt mal das Hand auflegen. Ich spare das mal. Ach doch, schon mal, jetzt haben wir auch eine Heilung drauf. Versuche mal, mein Zeug nicht sofort zu wasten, ne? Man braucht es vielleicht irgendwann später dringender. Und ich werde es sicher später dringender brauchen, denn ich werde halt drüben wieder einen Marspull machen. Und ja, wahrscheinlich wird der auch in die Hose gehen, der Marspull, ja? Wie so oft leider. Sondern bloß gucken, dass wir hier nicht zu weit reinlaufen, weil sobald der Boss getriggert ist und die Leute nach draußen stehen, kommen sie nicht rein, dann spielst du das hier wieder mit der Hälfte an Leuten. Das ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. Was macht denn der eine Blob hier? Weil der Hunter steht da noch da hinten. Ja, der sollte jetzt da mal reinkommen. Na komm. Na komm. Jetzt rennt der eine. Lauf doch rein, du Vollidiot. Oh mein Gott. Ich so Leute hasse, echt. Weil da geht ziemlich schnell die Tür zu da hinten, ne? Also da hast du dann verkackt, ja. Deswegen stelle ich mich sicherheitsweise schon immer innen rein, dass du da nicht Gefahr läufst. Das ist so ähnlich wie in der Rasse der Magister, wenn ihr euch da das letzte Mal erinnern könnt, wo wir dann diese schöne Geschichte hatten mit dem ersten Boss. Gut, den kannst du zumindest da rausziehen, ne? Aber trotzdem ist das nervig. Das ist trotzdem nervig. Ja, und solche Geschichten. Schauen wir mal. Ich habe übrigens heute das erste Mal seit 8.1 eine Invasion gemacht, ne? Und ich muss sagen, als erstes dachte ich, okay, Invasion Legion muss ja jetzt krass abgehen, weil du Dings bekommst, ne? Weil du jetzt weniger EP brauchst, ne? 25% sind es, glaube ich, sogar auf 110 noch. Oder auf 100 bis 110 müssten es, glaube ich, noch 25% weniger sein. Dafür haben die aber, warum auch immer, auch die EP, die du von der Invasion kriegst, anscheinend runtergeschraubt. Zumindest hatte ich irgendeinen Blue Post gelesen. Oder nee, es war kein Bluepost, aber irgendwo eine Info hatte ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber anscheinend stimmt es, ja. Jetzt gibt es aber nochmal diesen War-Mode mit 30%, da ist Ali zumindest drauf. Und das gleich, und dann hast du trotzdem wesentlich mehr, als es davor war, ne. Also ich habe heute für eine Dings, ne, für eine von diesen World-Quests quasi 120.000 EP gekriegt. Plus dann nochmal, glaube ich, 60.000 oder 70.000. Es gibt ja manche, die bringen nochmal EP, ne. Also da habe ich fast 200.000 für eine einzige World Quest gekriegt. Du brauchst halt irgendwie 500.000, ne, fürs Level abschließen. Also von dem her, es ist trotzdem wesentlich besser. Ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu früh hingelaufen. Also es ging schon gut ab. Also du hast schon richtig gut EP gekriegt. Ich habe zwei Level in so einer Invasion gemacht, ne. Also das hast du auf jeden Fall gemerkt. Sie haben es zwar runtergenervt, aber ja, du hast immer noch, unterm Strich gehst du immer noch mit Plus raus aus der Invasion. Und wenn du das vergleichst mit der Invasion, also ich nenne die Übergriffe jetzt einfach mal BFA-Invasion. Wenn du das damit vergleichst, ist es halt lächerlich. Weil die BFA-Invasion bringt mir jetzt, ich glaube, 27k pro World Quest. Und die andere bringt mir halt 120k bzw. fast 200.000, wenn ich nochmal extra EP kriege. Das ist halt, also das ist ein Witz im Gegensatz. Also, weiß ich nicht. Also ich finde erstmal kacke, dass es so wenig EP bringt. Was ich aber noch beschissener finde, dass es unlogisch ist. Und Sachen, die unlogisch sind, mag ich immer nicht. Du steigst ein höheres Level auf, brauchst immer mehr EP, was ja die logische Folge ist, ja, klar.
Aber dann sollte doch auch die Folge daraus sein, dass du umso höhere Geschichten du erledigst, Quests, World Quests, diese Bonusziele, egal was, dass diese EP natürlich auch steigt, ne? Aber nein, vorher kriegt man irgendwie über 100.000, auf einmal kriegt man nur noch 26, 27k, ne? Also das ist halt irgendwie dumm, ja. Das ist dasselbe System, also das ist halt, ja, ist halt ein Viertel davon. Das ist halt, ne, das ist nicht mal die Hälfte oder so, es ist halt ein fucking Viertel. Wenn du noch diese EP-Dinger dazu nimmst, ist es halt irgendwie ein Achtel sogar, ne? Weil es eine ja fast 200.000 sind. Also, naja. Und ehrlich gesagt, ich habe mit keine, also ich habe mit einem einzigen Twink habe ich bis jetzt die BFA Inverse gemacht, ne? Und sonst nicht mehr, weil sie sind es einfach nicht wert, sie zu machen. Es bringt zu wenig. Wenn du alle gemacht hast, ne, hast du 5 Stück. Plus die Endquest, die bringt aber, glaube ich, nicht so viel EP. Dann hast du so 150k EP gemacht in etwa für das ganze Ding. Du musst hinfliegen, musst die Dinger machen. Ehrlich gesagt, du kriegst in der gleichen Zeit in einer Insel mehr EP und auch in dem Dungeon kriegst du in der gleichen Zeit genauso viel, wenn nicht mehr. Gut, der ein oder andere mag jetzt sagen, aber du kriegst am Ende den Buff, dass du 10% mehr EP kriegst, das ist richtig, ja. Aber selbst der reißt es nicht raus. Ehrlich gesagt, selbst der reißt es nicht raus. Also von dem her, ja. Finde ich ein bisschen schade. Weil ich hätte gern wieder so ein Inver-Content gehabt, ne? Aber, naja, so wie er jetzt dort ist, lohnt sich's nicht. Und du kriegst ja auch keine Marken, ne? Also als Low-Leveler bekommst du keine Marken, die du ja brauchst, um diese ganzen Collectibles zu basteln. Ja, also die kriegst du leider auch nicht. Die kriegst du nur mit dem Max-Level-Char. Also, so wie es im Moment aussieht, lohnt sich für ein Low-Level-Char die Inver nicht wirklich, leider. Was bei euch leckt das? Okay, bei mir ist das Lämpchen aber grün. Also, sieht gut aus. Was für hey, grüß dich. Naja, mal gucken, vielleicht drehen sie noch was dran. Weil prinzipiell finde ich es ja nicht schlecht gemacht. Ich finde es sogar besser gemacht als die Invasionen. Du hast einen ganz netten PvP-Kampf, das ist nett. Es sind eigentlich ganz coole Quests an sich, ne? Auch die Endquests wird es gut gemacht. Also, da kann ich nichts sagen. Gefällt mir an sich. Gut, vielleicht reden wir nochmal drüber, ne? Wenn ich sie 20 Mal gemacht habe, jede, dann ist das wahrscheinlich auch wieder anders, ne? Ist ganz klar. Aber so wie sie jetzt sind, vom Konzept finde ich sie gut. Aber so, ne, das Konzept kann so gut sein, wie es will. Wenn sie die ich einfach nicht dafür belohnen, sie zu machen, dann mache ich es halt nicht, ne? Weil ich halt nur Sachen mache, die effizient sind, unterm Strich. Okay, ich glaube, alle hauen auf den, dann müssen wir jetzt switchen. Oh, ja, okay, die hauen ganz schön rein, die Typen, ne? Ja, müssen wir aufpassen. Jetzt habe ich hier gar keinen großen Maßpull gemacht, war wahrscheinlich besser. Aber sonst wäre ich wahrscheinlich eh hops gegangen. Ja, gut, jetzt wird dann. Eigentlich haust du auf den einen drauf und kurz bevor er immun wird, switchst du wieder, ne? Oder du machst es halt wie wir, dass du immer einen immun werden lässt. So kannst du halt schlechter cleaven, ne? Naja. Weil du kannst es quasi einfach immer. Obwohl, konntest du es nicht ablaufen lassen? Weil jetzt sehe ich hier gerade, es ist gar kein Timer dran. Ich meine, früher konntest du das irgendwie ablaufen lassen. Oder irre ich mich da jetzt gerade? Weil die INI gab es ja auch im M Plus. Oder nee, nicht im Plus. Damals war es ja noch der Challenge-Mode mit den schönen Challenge-Mode-Transmog, was ich unter anderem bei meinem Hordenschar transmogt habe. Also es sieht beim Druid echt gut aus. Ja? Es ist eines der besten Druid-Sets, meiner Meinung nach. Gut, sonst hätte ich es nicht transmogt, ne, ist klar. Ja. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ach, schon mal, den können wir looten. Dass sich Zwietracht und Streit von Konflikten nähren. Wenn ihr Frieden im Herzen blickt, nähern sie sich. Sie sich dort nicht habe ich jetzt, ach doch, den Timer habe ich angemacht, ja. Jetzt schauen wir mal, was wir als Abschluss hier kriegen. Ihr habt diese gut, zwei Bosse sind es noch, aber, ne. Da hinten waren wir jetzt ein Masspool, würde ich sagen. Das hat eine Heiler an Mana. Naja, nicht so viel, aber das wird schon gehen. Ich habe zwar noch keine CDs ready. Naja, das geht easy. Obwohl, ich habe beide Tank-CDs geschmissen, ne? Fettfinger wieder alles gedrückt. Naja, egal. Ja gut, vielleicht gehen wir zumindest aus der Void raus. So ausnahmsweise.
gut. Was ich mir auch mal überlegt habe, was ganz cool wäre, wenn die Inseln schon im Low-Level gehen würden, weißt du? Dass du halt irgendwie schon so im Level die Inseln machen könntest, wäre halt recht cool. Dann könntest du auch schon mal schauen, ein bisschen vielleicht die Mounts zu bekommen, weil ich habe halt leider immer noch ein einziges. Und das ist echt ein bisschen ätzend, ne? Und ich mache jetzt nicht gerade wenig Inseln, ne? Also ich bin ja schon ein bisschen am Farmen. Gute Schade, Zornsmount habe ich auch noch nicht. Obwohl ich da auch einiges mache. Shit, okay, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Hier oben seht ihr jetzt schon die schöne 2000, das ist nur auf dem einen Account, ne? Ich farm's ja mit beiden. Bei dem anderen gehe ich auch auf die 2K zu, da bin ich jetzt irgendwie bei. Jetzt müssen wir mal schauen, 1,860, ja gut. Ja. Also bald habe ich overall 4K Tries, ne? Das ist schon nicht so wenig. Ach ja. Wie ich mich jetzt schon auf Dings freue, auf WoD. Da kann ich halt jetzt endlich rumfliegen, Schätze aufmachen. Mit 30% War Mode geht es halt nochmal ein bisschen mehr ab. Mit verringerter EP. Vor allem, ich hatte da nichts gelesen, dass du hin und wieder hat es ein Buffering, okay. Vergebt mir, dass ich an euch gezweifelt habe. Aber mein Lämpchen ist grün, also da sieht's gut aus. Das Uploaden. Vielleicht liegt es auch an der Seite, wo ich es, also über Restream mache ich das Ganze, ja. Aber, ich weiß es nicht. Ich kann mal probieren, dass ich mal nur das über YouTube mache, ne? Fürs nächste Mal. Vielleicht, ob es dann besser ist. Aber das ist immer schwierig rauszufinden, woran es liegt. Die letzten Male lag es ja ein bisschen auch an YouTube. Da hat da YouTube auch ziemlich rumgespackt. Ein bisschen schwierig jetzt für mich rauszufinden, an was es genau liegen kann. Wir sind gar nicht schlecht mit dem Schaden eigentlich, oder? Wir kommen ganz gut durch eigentlich hier. Mal so am Rande bemerkt. So, hier geht auch die Tür zu. Warte mal, bis der mit seinem Lava-Hund da auch drin ist. Mal schauen, wie viele Innis ich laufen muss. Aber ich denke, es müsste sich eigentlich im überschaubaren Bereich bewegen. Letztes Mal hatte ich ja alle Schätze schon aufgesammelt, ne? Deswegen kann ich jetzt in der Downtime keine Schätze mehr machen. Na gut, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sogar noch ein paar flacken lassen. Ich habe das letztens mal so nach gut Dünken gemacht, weil mein Addon nicht geklappt hat. Hat er ein bisschen rumgespackt. Und lauft doch nicht hier wie ein Blöder rum. Erstes vom anderen killen und dann mein eigenes, dass ich sie zusammenziehen kann. Der heilt sich nämlich hoch, während man diese Seelenkacke hat. Und ich hatte hier mal eine Gruppe, die haben so wenig Schaden gemacht, dass die da nicht gegen Damage haben. Und dann ging der Kampf hier 5 Jahre. Echt, das war... Boah. Bei Twitch gibt es keine Lags. Dann vermute ich, dass es an YouTube liegt, ne? Weil im Moment ist das Lämpchen die ganze Zeit grün bei mir. Es scheint alles tutti zu funktionieren. Vielleicht refresht ihr einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann ein bisschen besser wird. Da geht er down. Oh, das hat nicht ganz fürs Level abgereicht, aber wir haben ja noch ein Quest-Item, oder sogar 2 Quests haben wir. Was ich theoretisch auch noch hätte, ich könnte mir auch so ein Flask-Dings reinhauen mit 10% mehr EP, ne? Das wird es auch noch theoretisch geben. Was braucht ihr? Müsste ich auch mal noch gucken. Also das kannst du ja jetzt kaufen, ne? Das müsste ja mit jedem Level auch gehen. Oh ja, ein paar Item-Levels. Das nehmen wir noch mit. So. Das brauchen wir nicht. Das war auch nicht. Das hier brauchen wir. Jo, dann können wir ja gleich weiter queuen. Ah, ich habe meine Standarten vergessen. Shit, ihr müsst mich da unbedingt dran erinnern, ne? Dass ich immer schön meine Standarten stelle. Vor allem hier hätte ich wahrscheinlich eine Eins. Das ist eigentlich die perfekte Ini für so eine Standarte. Die stellst du einmal in der Mitte und hast wahrscheinlich die ganze Ini 15% mehr. Ah, das wäre halt, ne, das wäre halt gut gewesen. Jetzt kommt mir das gerade, naja, egal. Das hier ist das schlagkräftigste Schiff der Flotte. Ich war vorher schon in Pandaria, aber habe diese Pre-Quest nicht gemacht, weil das Portal schaltest du ja schon vorher frei, schon mit der Quest, dass du hier die Tosse anquatschen musst. Und dann habe ich das gar nicht mehr weitergemacht. Okay, aber schaust du auf Twitch oder auf YouTube? Das ist jetzt die Frage. Kann zufrieden führen. Das waren 3 Minuten, ja, das wird mir auch geschrieben.
Wirklich Wut auf die Orte, ja. So sieht's anscheinend aus. So, was. Jetzt muss ich nicht hier eigentlich das Zeug abballern? Ah ne, wir müssen hier mit Dings, mit ihr quatschen, ne? Ach ja, diese Startquest. Die hat am Anfang in MOP rumgebuggt, das weiß ich noch. Dann warst du hier festgehangen und konntest nichts mehr machen. Ja, okay, jetzt habe ich schon eine Q. Genug geredet. Augen aufs Ziel. Ach so, ich komme nicht rein, wenn ich hier drin bin. Warte mal. Konzentriert das Feuer auf die Hordebasis. Beginnt mit dem Angriff. Na super. Jetzt ist die Ding offen und jetzt bin auch ich hier drin. Warte mal, kann ich hier rausgehen? Was passiert dann? Oder soll ich das jetzt fix fertig machen? Das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile, oder? Bis das hier fertig ist. Was muss ich denn machen? Na gut, die Dinger sind schnell abgeschossen, ne? Einfach irgendwo draufhalten. Muss ich das Schiff auch abschießen? Ne. Na komm. Was muss ich danach nochmal rein? Jetzt machen wir das, was wir eigentlich nicht machen sollten. Die Leute warten lassen. Okay, jetzt sind wir schon fertig. Achso, jetzt muss ich noch ein Schiff versenken, oder was? Na komm, mach hinne jetzt hier. Ach so, die sind voll mit, Treffer bestätigt. Guter Schuss. Das andere Schiff. Ja gut, versenken wir sie nur schnell, dann port man sie in die Ini rein. Dann hoffen wir, dass die noch ganz schnell so warten. Das letzte Mal habe ich mich über so Leute aufgeregt, aber gut, komm, egal. Jetzt machen wir das fix fertig. Jetzt sind wir auch mal so dreist. Aber ich fühle mich schlecht, möchte ich. Warte, mich schreibt ihn. Negativ. Kein Zeichen von Admiral Taylor oder seinem Flaggschiff. Genug. An alle Vögel, meldet euch zurück. Bereit machen für den Bodenangriff. Hey, grüß dich. So, jetzt schmeißt du mich hoffentlich gleich raus. Quest ist fertig. Oder kann ich jetzt? Warte mal, hier könnte ich auch rausgehen, ne? Oder? Achso, jetzt fliegt er mich wieder hoch. Okay, wunderbar. Das geben wir danach dann ab. Jetzt können wir mich reinporten. So, nun. Ach, Brauerei, schau mal an. Brauerei ist auch gut. Müsst ihr mal gucken. Also, wenn es bei euch arg rumspackt, dann einfach auf Dings gucken, ne? Auf Twitch. Das habe ich ja auch unten verlinkt. Ich weiß nicht, anscheinend liegt es bei YouTube. Ich musste hier diese Dings hier abschießen, weil die denen ewig viel Damage verursachen. Was machen die? Das kennen die wenigsten. Warte mal, ist der Heiler irgendwie? Was ist mit dem Heiler los? Ist der irgendwie... Ah, jetzt, oder? Jetzt kommt was. War wahrscheinlich auch noch im Sleep-Mode. Also ein bisschen auch gebraucht, muss ich zugeben, ne? Bis da jetzt was kam. So... Die Quest habe ich ja anscheinend schon gemacht, ne? Also die brauche ich tatsächlich nicht mehr. So, oben muss ich jetzt auf jeden Fall meine Flagge stellen. Das darf ich nicht vergessen. Ach, schau mal, die sind auch fast tot. Ja, euch nehmen wir doch liebend gern mit. What the fuck? Warte, wo ist denn der Heiler? Der ist immer noch nicht... Was macht denn der? Oh mein Gott. Ja, der ist immer noch nicht da. Der hampelt irgendwo da hinten rum. Ach ja. Ach so, jetzt haben wir einen anderen Heiler da. Hä, ist der eine aus der Instanz rausgegangen? Aus der Instanzgruppe vorhin, wo wir gequeued haben? Kann das sein? Irgendwie halt mich der eine Typ nicht. Ne, jetzt habe ich schon Hand auflegen und Dings komplett raus. Ah, jetzt kommt was hier. Jetzt ist er anscheinend aufgewacht. Ready for takeoff. Also ich habe gerade 61% der Heilung als Tank, ne? Schaut euch das an. Das ist ein nicer Heiler.
Er hat die Hälfte von meiner Heilung gemacht. Ja, du bist ein ganz großer. Was ist denn? Der Worry ist irgendwo auch am Anfang. Ist er jetzt draußen? Ernsthaft? Oh mein Gott. Was ist das für ein Klumphaufen hier schon wieder? Huch, schreibt er. Ja, huch, hier geht die Türe zu, nachdem wir allen Trash hier drin gemacht haben und ich schon mal nicht alles zusammengepult habe, sondern... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, man erwartet ja nicht, dass die Leute krass sind, ja? Aber wie kann man denn jetzt immer noch da draußen stehen? Ach, du bist den Affen hinterhergerannt. Oh mein. Ach, man kennt doch die Innie mittlerweile, oder? Im OP ist er jetzt. Dass die Tür dazu geht. Aber immerhin hast du mitgekämpft. Okay, das ist ja schon mal was. Ja, ich merk schon. Also. Das ist schon wieder Profitruppe. Kriegsschwer ist bei der Horde, genau, ja. Wir sitzen die ganze Nacht. Naja. Das kriegen wir trotzdem hin. Das kriegen wir trotzdem hin. Ich bin guter Dinge. Eigentlich gut, wenn die Fässer nehmen würden. Du kannst den halt echt gut hochstacken, den Boss. Das macht schon ganz viel aus. Naja, jetzt haben wir unseren Worry wieder zurück. Na, Gott sei Dank. Hier bei der Innie, ne, frage ich mich manchmal immer noch so, wann der Boss da rauskommt, ne? Manche meinen ja, man muss sich drunter stellen, diesen Hammer benutzen. Aber irgendwie traue ich der Sache immer noch nicht so ganz. Teilweise dauert es immer ewig, bis der Boss hier rauskommt. Aus dem komischen Fass. Warte mal, wo sind denn schon wieder alle? Was machen denn die da? Ja, jetzt triggert der Boss und die Tür geht zu, ne? Ja, die sind alle noch nicht da. Das war jetzt nicht so clever, den Boss anzuhitten. Ach, komm. Ja. Warum bin ich denn immer mit Vollspasten unterwegs? Alter. Ich habe schon die kompletten Trash-Mobs alleine gemacht. Was machen denn die da eigentlich? Also, wie gesagt, es ist mir ja wurscht, ob die einen scheiß Schaden machen, ja? Aber kann man nicht wenigstens mitlaufen? Und da hängen alle Dudes irgendwo da am Anfang der Innie. Ich habe halt alle Trash-Mobs schon mitgezogen. Also, ne? Manche Leute, die, weiß ich nicht, was die machen, die spielen mit dem Kopf oder der Tastatur. Da ist Autorun auch schon noch, ne, High-End. Jetzt habe ich mich schon beim Trash komplett solo gegengeheilt und die weggedamaged, ja. Und dann kriegen sie es nicht mehr hinterher zu laufen. Ja, der Lexi, der will ich bloß ins CS kriegen, weißt du? In seine privaten Gemächer, da will ich aufpassen. Er ist so ein schmieriger Typ, weißt du? Hütet euch. Ja, das habe ich aber auch schon öfter gehabt. Ich habe letztens eine Offhand bekommen für Heiler quasi, obwohl ich mit meinem Ali-Char Tank gemarkt bin, ne? Also das überhaupt nicht braucht. Will er mich jetzt mal heilen? Hallo? Ist der irgendwie retarded? Der macht halt gar nichts. Das muss ich hier babbeln. Was ist denn mit dir? Ja, fick dich jetzt. Keine Ahnung, was ist denn mit dem? Der hat komplett volles... Was macht der denn eigentlich? Ja, fuck! Was bist denn du für ein dummer Spast? Der Tank stirbt, muss schon babbeln. Was? Ihr juckt er nicht? Kastet da irgendwie die Pein drauf? Was ist denn das für ein dummer Vollidiot? Meine Fresse, was ist denn mit den Leuten verkehrt?
Was ist denn mit den Leuten verkehrt? Ich habe jetzt eben Lexi gemeint, aber... Er hat fucking volles Mana. Der Tank ist auf 2%, ist in der Bubble schon. Und er castet Damage Spells durch. Was ist denn mit den Leuten verkehrt? Kannst du hier nicht eine Inni laufen? Und einfach nur, dass jeder seinen Shit macht? Also, es ist, mich freut es immer, wenn die auch rein damagen, heilern sollen sie ja auch. Aber du kannst halt nicht rein damagen, wenn der Tank halt am Verrecken ist. Ja? Also, auf ein paar Prozent schon in der Bubble und der castet trotzdem noch durch. Das juckt ihn halt einfach nicht. Also, warum bin ich denn immer mit grenzdebilen in Instanzen? Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte jetzt einfach eigentlich ein paar chillige Indies laufen, weißt du? Musst du jedes Mal die Spacken ins Target nehmen? Fokus, was macht der denn? Ja. Nö, der castet nur Ding. Ja, so den Tank mal vollheilen irgendwie vor dem nächsten Ding scheint auch nicht so nice zu sein. So nervig immer. Da hab ich mal den Mond des Versagens gegeben, den Typen. Ach ja. Ich brauche ein Ziel. Ich heile mich jetzt mal nicht mit meiner Eigenheilung. Jetzt schauen wir mal, wann er anfängt, mich zu heilen. Ich denke, ist auf 50%, ne? Heilige Pein. Okay, ich bin auf 20%. Ach, jetzt kommt die Sühne, okay. Oh, heilige Pein, 20%. Mutig. Schauen wir mal. Macht, ob er jetzt irgendwas heilt. Die Idee hat Aggro? Irgendwas? Heilung? Nee? Nee, jetzt muss ich meine Eigenheilung. Okay, er hat mich eiskalt verrecken lassen. Nur das hat ihn nicht gejuckt. Das hat ihn nicht gejuckt. Ich habe kein Ziel. Immer noch nicht. Schau mal. Er heilt sich nicht mehr. Alter. Also der Typ, ne? Es ist ein Typ. Ich soll den eigentlich rausvoten, aber eigentlich jetzt vom Endboss wäre es fies. Ach, stell dich doch hinter die Säule. Jetzt laufen sie nicht alle ran. Na super. Wenn du dich alle hinter die Säule stehst, dann stehen sie genau auf dem Haufen. Dann kannst du halt noch besser eh. Gut, so geht's auch, aber das ist halt schon wieder. Der Typ, der castet halt einfach mit seinem Damage Spell durch, ne? Den muss ich aber auf jeden Fall auf Ignore packen, dass wir mit dem nicht nochmal in den Indie reinkommen. Dann kannst du nämlich ein bisschen filmen, weil der nervt mich. Also das ist schon echt nervig, so ein Verhalten. Also, wenn er das voll im Griff hat, ne, alles kein Ding, aber wenn ich vorher nicht gebabbelt hätte, werde ich halt gestorben, ne? Selbst wo ich auf 10% bin, halt er mich halt nicht. Das interessiert ihn halt relativ wenig. Jetzt habe ich alles. So, Hand auflegen, sonst wäre ich auf jeden Fall tot gewesen, ne? Jetzt habe ich halt dann nichts mehr. Aber für den Endboss wird schon gehen. Der Boss macht nicht so viel Schaden. Meine Herren. Musst du ja mehr performen als im Raid mit solchen Dudes. So, wie kann ich den jetzt auf Ignore packen? Hilfe! Was ist das für ein Ding? Egal. Mach ich nach dem Endboss. Ja, mit Leuten, die du auf Ignore hast, kommst du nicht nochmal in Instanzen, ne? Du bist halt quasi rausgenommen. Hey, grüß dich! Eieieiei.
Lieber wieder mit dem Charmy von vorhin gerade gehen, der war wesentlich besser. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, der Heiler soll keinen Schaden machen. Der soll voll draufnudeln, was er kann. Aber du musst halt erstmal gucken, dass du deine Leute hochziehst und dann kannst du halt drauf damagen, ne? Der hat ja selbst, ich hab noch ein paar Prozent gehabt, das hat den nicht gejuckt, ne? Also, nur mit Handauflegung und allen CDs habe ich das irgendwie überlebt. Ja, welches Level du brauchst, um mitzukommen? Stufe 80, ne? Also zwischen Stufe 80 und 90 musst du sein. Sonst kommst du halt nicht in das Bracket rein, wo wir sind, ne? Sonst geht's leider nicht. Also da einfach gucken. Wenn du einen Schaden in die Bracket hast, kannst du gerne mitkommen. Umso weniger Random sich mitnehmen muss, umso besser ist es. Ja, weil, weißt du, was das Problem ist? Die Skillspanne von Leuten geht halt so dermaßen auseinander. Von Leuten, die ihren Char richtig gut spielen und richtig Schaden rausrotzen. Zu Leuten, die, wo wir über Schaden austeilen gar nicht reden müssen, weil die halt nicht in der Lage sind, gerade auszulaufen. Ja, das ist halt echt schade, ne? Schauen wir mal, wie die Leute dann auf das jeweilige Level kommen, ne? Bloß raus hier, nicht, warte mal, hier. Wie kann ich den jetzt ignorieren? Ich möchte den auf Ignor packen. Andenken? Ne, den kann ich nicht auf Ignor packen. Muss ich den Namen so eintragen, oder was? Nee. Ja, keine Ahnung. Den glaube ich so eintragen, oder? Ah, ist egal jetzt. Ich komme schon immer mit dem in der Instanz. Mein Gott, regt er mich auf. Jojo, ihr könnt gerne mitmachen, wie gesagt. Schreibt mich an, könnt ihr gerne mitkommen. Könnt ihr gerne mitkommen, so. Wie ist die Lage? So. Ja gut, das brauche ich nicht. Na gut, immerhin 24k, ne? Für eine Quest ist auch gar nicht so schlecht, was man hier kriegt. Schmeißen wir den mal raus, keine Ahnung. Ich kann einfach mal kurz hier reinqueuen, dann warte mal, geht der, wollte gerade sagen. Ihr könnt euch einfach anmelden, ne? Wenn ihr zwischen 80 und 90 seid, einfach reinqueuen. Könnt ihr gerne mitkommen. Ich muss jetzt mal hier fix meinen Fallschirm da runter basteln. Schau mal, was haben wir denn da? Achso, das geht jetzt nicht. Okay, ja, dann halt nicht. Jetzt habe ich meine Standarte nicht gestellt, weil ich mich so aufregen musste. Du bist 85, ja, du kannst mit. Der Schamane, warte mal, du bist... Nee, du bist Stufe... Doch, 99... Nee, 99 geht nicht, du bist zu hoch. 99 geht nicht. Es geht nur bis Level 90, dass du mitkommst. Sonst, ich würde dich gerne mitnehmen, aber dann können wir nicht queuen, weißt du? Dann können wir nicht queuen, leider. Tut mir leid an der Stelle. Das geht dann erst, wenn wir in WoD unterwegs sind. Ich habe kein Ziel. Joa. Sonst würde ich euch alle mitnehmen, aber ist halt immer diese Level-Brackets, ne? Ich hoffe ja mal, dass die das irgendwann mal noch erhöhen. Dass du da noch ein paar mehr reinnimmst. Gut, dann gehen wir einmal aus der Queue raus. Wenn später nur einer mit will, schreibt das einfach im Dings, ne? Dann könnt ihr gerne mitkommen. Dann ist das alles kein Stress. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Achso, wir müssen hier diese Wagen auch noch, ne? Hier abfackeln mit dieser Pistole. Ach, schau mal, die funktioniert sogar. Ach nee, man muss hier quasi das Zeichen setzen und dann wird das von oben runter geballert. So funktioniert das. Okay, I see. Ich bin außer Reichweite. Achso, der hat mir das jetzt weggeklaut. Was soll denn der Shit? Muss mal halt schauen. Jetzt fehlt halt gerade ein Heiler, ne? Dann kriegen wir keinen Instant Invite. Aber ich kann ja hier auch ein paar Quests machen. Jetzt bin ich ja auch schon fast wieder Level up, ne? Also wir kommen in der Episode, denke ich mal, auf jeden Fall auf 90. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus an der Stelle. Warte, habe ich mir eigentlich das schnelle Fliegen schon gekauft? Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ne? Ja, weil Gold habe ich eigentlich genug. Ich habe mir extra ein bisschen mehr auf den geschickt, dass ich mir Taschen kaufen konnte, das Fliegen und so. Also, dass ich da jetzt dann nicht hinterherhing. Ne, weil ich muss jetzt dann halt gleich relativ weit fliegen. Und zwar in Draenor einmal komplett rüber, ne? Ich will ja die Draenor into...
Intro-Quest skippen, weil die dauert relativ lange und bringt im Verhältnis nicht sonderlich viel EP, ne? Also, das kann man dann getrost eigentlich auslassen. So, warte, gehen wir da mal rein. Ach, die war ich, glaube ich, auch noch nicht. Die war ich auch noch nicht. Da habe ich sogar noch Quests, na wunderbar. Wir sind die Schwerter in den Schatten. Bringt die, aber die bringt auch nur 20k, ne? Also hier, die Quests bringen sogar weniger. Jetzt schauen wir mal, hoffentlich haben wir jetzt einen guten Heal. Oh mein Gott. Mach doch nicht sowas. Ja. Jetzt musste ich halt hier für das erste Ding Bob ziehen. Ja, ist mir jetzt wurscht. Ich krieg die Bob jetzt nicht weg. Da könnt ihr mich am Arsch lecken. Also wenn es schon so anfängt. Ja, weil ich konnte meine Eigenheilung nicht ziehen, ne? Da muss halt was vom Heiler kommen. Deswegen musste ich jetzt Bob ziehen, dass ich mich selber heilen kann. Das ist halt schon traurig. Dann kriegst halt hier immer den CC ab, leider. So, und eigentlich musst du hier die Mobs schnell nacheinander pullen, dass du den Stack hochkriegst. Ja, jetzt werde ich wieder gebernsteint. Man kann es theoretisch auch interrupten. Du musst schauen, dass du die Stacks hier hochkriegst. Das müssen wir interrupten. Gleich die nächsten hier pullen. Weil über den Stack tust du den Boss fast one-shotten, ja, wenn du es richtig machst. Deswegen spare ich jetzt auch meine CDs. Dann haben wir dann jetzt 16. Können sie noch ein bisschen höher stacken. Jetzt haben sie mich wieder betäubt. Müssen jetzt schnell die kleinen Viecher down kriegen. 18, wunderbar. Ja, jetzt haben wir 24 Stacks. Rein da. Jetzt mit allem auf den Boss drauf. Weil wir machen jetzt 240% mehr Damage. Und dann hast du den Explo beim Boss nicht. Deswegen habe ich jetzt alles zusammengezogen und dann und den Buff haben alle drauf, ne? Der Boss macht hier so ein Explo-Shit. Und den kannst du quasi vorher wegnudeln. Also wenn die Ads hier reinkommen. Wenn du die Buffs richtig stackst. Deswegen habe ich jetzt geschaut, dass die alle hochstacken können. Das ist der Hintergrund. Weil sonst ist der Boss halt echt ätzend, ne? Noobzocker, hey, grüß dich. Ja, schau, jetzt haben wir in unter 20 Sekunden den Boss gekillt, ja. Also es macht halt schon viel aus, wenn du halt hier als Tank weißt, wie du die Mobs stacken musst, dann ist das easy. Und hier kannst du es halt nochmal genauso machen. Dann nimmst du die alle mit und, sobald du die runterhaust, kannst du da auch nochmal hochstacken und gleich zu den nächsten ziehen. Du kriegst, glaube ich, aber auch mehr Schaden, ne? Ja. Jetzt habe ich wieder einen Betäubungseffekt drauf. Oh, 16 Sekunden haben wir noch. Na, komm. Ja, wir kriegen den nochmal hochgesteckt. Alles easy. Ich mach gleich mal das Ding hier kaputt. Ah, shit. Doch, ich hab's kaputt gekriegt. Perfekto. Dann kannst du nämlich gleich mit dem Buff nochmal, ne, den Mob hier killen. Und einen kleinen Miniboss da quasi, ne? Hast halt auch nochmal 100% mehr Damage auf den Miniboss drauf. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Gut, das hier ist jetzt ein bisschen nervig, ja klar. GS können die mir auch mal raus. Ah doch, den habe ich mir schon rausgezogen. Okay, perfekt. Perfekt. Verrückte Ideen, da bin ich immer für zu haben. Gut. Warte mal, muss man hier nicht irgendwas aktivieren? Ah, ne, muss man mit dem Typen sprechen, ne? Irgendwie muss man das hier doch aktivieren. Ah, shit. Alle stehen da, keiner aktiviert das Ding. Dann legen wir mal los. So. Zeigt, was ihr drauf habt, ihr Nasen. Was ist das mit den Inseln, was wir gemacht haben, war ja gut. Du meinst das mit den AFK-Inseln oder was meinst du? Ich habe nämlich heute wieder ein bisschen was getestet. Schwärmer kommen die Rampe hoch. Nutzt den Saft, um sie zu verlangsamen. Ja, ich weiß nicht. Anscheinend, aber das muss an YouTube liegen, ne? Weil auf Twitch scheint es besser zu sein. Ihr könnt ja mal gucken auf Twitch, ob es da bei euch besser ist. Aber bei mir ist das Lämpchen gut. Also das, was ich sende, ist heute Tutti anscheinend, ne? Ich habe da mal mein Lämpchensystem. Der Wurm
Außer ich habe versehentlich da mal was umgestellt. Moment. Aber eigentlich habe ich da nichts umgestellt. Nee, ist immer noch Frankfurt. Ne, das ist immer diese Sachen, wenn du einen großen Delay kann auch sein. Nee, das ist immer noch Frankfurt. Das passt. Also, das passt. Und ich habe heute noch kein rotes Lämpchen gehabt, ne? Oh, jetzt rennt da irgendwo ein Mob rum. Müsst ihr mal gucken. Nee, ich bin nicht in der vollen Gruppe. Also, wenn du nachher noch mitleveln willst, kannst du das gerne tun. Könnte ich gerne einladen. Wir sind jetzt zu dritt im Moment, ne? Wir hatten vorher schon sehr gute Leute dabei. Definitiv. Definitiv. Expertentruppe hatten wir am Start. Naja, gut, die sterben da alle schon so. Das ist hier relativ entspannt. Da kannst du eigentlich schon halb AFK gehen. Ja, ich habe ein bisschen mit diesen AFK-Inseln rum experimentiert. Bloß, ich muss mal noch gucken, wenn alle offline gehen, ob das dann auch noch zählt, ne? Aber anscheinend, also, da müssen wir mal gucken. Das muss ich später mal noch testen. Naja, mit dem Loot bin ich mir nicht so sicher. Non-HC kriegst du nicht so viel, aber du kriegst halt EP quasi, ne? Und das ist halt nicht schlecht. Das ist halt nicht schlecht, deswegen, ja. Aber ich muss da nachher noch ein paar Tests mitmachen, ne? Ich hatte halt Nachmittag schon ein bisschen was getestet, aber da müsste ich es mit jemandem testen, der quasi, ne? Achso, warte mal, die Kiste im Sturmsangental, die habe ich schon. So, jetzt müsste... Ah ne, da sind immer noch ein paar kleine. Ja, das dauert hier immer ewig. Das ist ein bisschen nervig. Ja, bei den Kisten sind es verschiedene Spots, die immer gleich sind, ne? Es ist mir auch schon aufgefallen. Eine fehlt mir jetzt noch in Zuldazar. Das ist die letzte, die ich jetzt noch brauche. Dann habe ich alles. Hey, grüß dich. Diese Versager hatten ihren Ausgang. Ihr habt lediglich die Schwachen ausgefüllt. Ah, ich habe so wenig Range. Komm, den kriegen wir dann noch hier. 20-6. Easy. So sei es. Zu weit entfernt. Könnt ruhig mal ein bisschen zügiger rankommen, der Dude. Ah, da ist er. War gerade nebenbei noch ein bisschen im BG am Gange. Hier gerade nochmal die Fleck bewacht. Naja, gut. Jetzt bin ich eh tot. Bisschen BG sammeln, brauch noch ein bisschen Prestige-Level, wisst ihr? So, also muss jetzt einer mal was draufschmeißen hier von dem Zeug. Dann kriegt der Boss nämlich wesentlich mehr Damage. Und mach ich das einfach mal. Das sollte bloß selber nicht drinstehen. Ne? Dann kriegt ihr ja auch nochmal die Stacks. Das macht schon viel aus. Ja, 100% mehr Damage. Dann bis zu 200%. Da geht schon einiges. Na komm. Zack, der geht da hops. Das hat Spaß gemacht, oder? Lee und Lo, kümmert euch um unsere Freunde unten. Lee und Lo? Naja, du musst immer sehen, am Anfang von dem Addon ist das immer schwierig und am Ende ist es relativ einfach. Weil du am Anfang ja relativ schwach bist. Du weißt ja, am Endcontent bist du immer 10-mal so stark, ne? Wie ganz am Anfang vom Addon. Das wird auch wieder sehr einfach werden. Du musst einfach ein bisschen warten, ne? Bis zum Ende vom Addon. Die andere Frage ist, warum hast du das mittlerweile immer noch nicht gemacht? Das kannst du ja jetzt schon, weiß ich nicht, 5 Addons lang mal machen. Ich, Garmon, werde uns retten. Aber ich hab da was, um es zu öffnen. Ja, wunderbar. Gut, dass du da was dabei hast zum Öffnen.
Oh, da holt einer so ein Dino raus, ne? Ja, nicht schlecht. Lass mich mal sehen. Eine 30 Sekunden Zündschnur. Ups, habe ich 30 Sekunden gesagt? Ich meinte 3. Lass die mal skippen hier. Da kannst du hier am Rand vorbeilaufen, da musst du hier gar nichts machen. Hey, schnell, ihr müsst die Belagerung beenden. Ich bin ein Sturm des Schmerzes. Schauen wir mal, wie viel wir hier zu. Ja, ein paar können wir hier schon zusammenziehen. Das sind ja meistens kleine Low-Mobs. Die können nix. Ah, es versucht wieder einer meine Flagge hier umzuflaggen. Wir gewinnen gerade sogar im Ding, weil ich den Leuchtturm so gut gedefft habe, Leute. Ja, hier. Oh, ich bin Level up, wunderbar. Das haben wir auch noch gekriegt. Ihr hättet eben das sehen sollen. Ich hab, glaube ich, gerade einen Kill gekriegt, weil ich an der Flagge stand, einen noch im Tage mit Auto-Hit hatte. Der läuft an mich ran und ich kill ihn durch den Auto-Hit noch. Ernsthaft. Ah, sah das gerade gut aus. Ich glaube, der wollte, dass ich den Kill krieg, ne? Den habe ich verdient. So, sollen wir jetzt den Insane-Move machen, den Boss plus die Trash-Mobs? Nee, komm, wir machen das, glaube ich, hier. Clean and safe. Ah, jetzt muss ich da mal noch ein Dev-CD ziehen. Nee, ich bubble nicht und auch Hand auflegen, da reicht der GS an der Stelle. Ja, hier kompletten Raum. Das geht hier meistens in die Hose, weil die hauen doch relativ gut rein. Ihr habt es gesehen, sogar bei zwei Gruppen habe ich schon ordentlich auf den Sack gekriegt. Das hier ist nicht ganz, ne? Sogar die Schiefen habe ich abgeräumt. 500 Ehre. Uiuiui. Da geht was. So, ein Level brauche ich jetzt hier noch. Dann können wir sogar nach BFA schon. Ne, nicht nach BFA, nach WOD. BFA wäre schön, ja. Komplette Inipun. Ja, das geht sicher auch nicht schief, ne? Das geht sicher überhaupt nicht schief. Da kann quasi nichts passieren. Wenn wir die ganze Inipult. Mann, ich komme immer auf diese eine Taste, wo ich meine G-Tastatur gebindet habe. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich glaube, ich muss meine Binds irgendwie verschieben. Nicht so gut. Ja, der Boss ist immer ein bisschen nervig. Da muss immer mit Bomben drauf werfen. Die Leute checken das immer nicht. Und ach. Naja, jetzt macht er wieder sein Schild an. Ja, warum stellt sich denn der Heiler da direkt da vorne hin? Das ist halt schon wieder Käse. Also jetzt hier. Eigentlich müssen alle sofort die Dinger hier holen. Ne? Die machen nämlich extrem Damage. Und die. Also der Boss kriegt dann halt einen Debuff, ne? Dass er immer mehr Damage kriegt. Halt, da ist direkt eins. Dann darfst du es halt nicht in die Ads reinschmeißen, sondern musst die Bomben am besten nehmen. Und die explodieren halt ziemlich schnell, ja. Seht ihr, da hinten ist schon wieder kaputt. Aber das hier ist nur eins. Nein, schmeißt es doch nicht da rein. Der Boss ist gar kein Debuff? Oh mein Gott. Ja, okay, es kann auch sein, dass es nicht angezeigt wird, ne? Manchmal ist es buggy. Na doch, der schmeißt hier eigentlich schon drauf. Und den kannst du halt immer weiter hochstacken. Irgendwann kriegt der Boss halt extrem Damage, ne? Wenn er kein Schild drauf hat und wenn du es dann drauf schmeißt, dann kriegt er halt an sich einen Haufen Schaden. Schauen wir mal, da hinten haben wir noch was. Na gut, okay, jetzt macht er wieder sein Party-Mode an. Ah, da haben wir noch eine Bombe. Da geht das Schild halt eigentlich schon gut runter mit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich weiß gar nicht, welche Inni jetzt am schnellsten gehen würde, aber ich würde fast sagen, Tor der untergehenden Sonne. Das ist eigentlich soweit die beste Instanz. Also die geht eigentlich am schnellsten. So im Schnitt. Hier, die will ich immer zusammenziehen, aber das kannst du vergessen, weil dass hier so komische Steine werfen und die wollen halt alle nicht, ne? Also, die stehen da halt alle mal zusammen, das ist halt echt kacke.
Warte mal, ich muss das dann auch mal switchen, weil, hier, ne? Segen der Freiheit ist zwar schick, ja, aber den brauche ich nicht so. Brauche lieber meine Damage-CDs, dass ich die so drücken kann. Na gut, wann brauche ich Segen der Freiheit? Relativ selten, ne? So, schauen wir mal, ob man... Die kannst du nicht mehr richtig... Oh, shit. Hallo? Oh, fuck, ich hab... Oh, Mann, ich hatte den DK im Tage und hab dem meine Heilung gegeben. Ja, das habe ich jetzt gerade selber verkackt, ne? Aber der Heiler hat mich gut... Er hat mir Live-Pokun gegeben, okay, gut. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre es meine Schuld gewesen. Weil ich hab dem Parler meine Heilung drauf gedrückt, ne? Das war jetzt ziemlich fail. Mein Gott, stirbt doch jetzt hier. Ich brauche ein Ziel. Ihr seid bis hier hingekommen. Ihr habt eine Brücke durch meine Armee geschlagen. Doch ich werde euch töten. Und ich werde die Brücke bauen. Also der Voice-Actor von dem Typen, ne? Respekt. Ich werde tun, was Paralaken nicht gemacht. Das ist klar. Der ist nur ein Ticken besser als ein Murloc. Ich bin außer Reichweite. Warte mal, bringt mir hier Segen der Freiheit was? Nee. Da bringt mir das auch nix. Kommen wir bloß nicht mehr schnell zurück, ne? Gaul habe ich auch keinen ready. Lauf jetzt schon mal los. Kann ich ihn gleich drüben interrupten. Kaste der den Shit? Okay, ich glaube, ich bin zu früh. Okay, ich bin zu früh losgelaufen. Ich dachte mir, ich bin jetzt ein ganz toller Hecht, ne? Zu weit entfernt. Ach, ernsthaft? Das habe ich mein Schild rausgehauen und bin jetzt nicht in Range für ihn. Ja, auch schon ein Kacknoob. Fuck, jetzt habe ich mein... Ja gut, das hat jetzt einfach gar nichts gebracht, was ich getan habe. Das war jetzt einfach nur Fail. Naja, gut. Darum geht er trotzdem. Die Gruppe war jetzt eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also... Könnte man nochmal in die laufen mit der Truppe. So. Pandaria verbirgt eine große Dunkelheit. Zur Dunkelheit. Achtet auf die Schatten. Euch vor dem Westwind. Den Westwind. Also der Monk hat das ganz gut geheilt. Auf Twitch läuft's besser. Ja, ich habe ja gemeint, es muss an YouTube liegen. Es muss, glaube ich, an YouTube liegen. Also. Wenn ihr keinen Delay habt, müsstet ihr halt auf Twitch rüber switchen, ne? Aber ich denke mir schon, ich hab, also klar, wenn irgendwas ist, dann ist es meistens halt dann, ne, das Internet bei mir. Aber wenn die ganze Zeit auf grünem Lämble ist, dann ist es eigentlich gut, ne? Und das hat jetzt heute noch gar nicht geflackert. Ich gucke immer nebenbei so ein bisschen. Das so ein bisschen zumindest im Auge. Eigentlich müssen wir doch jetzt einen Instant-Invite haben, oder? Wir sind eine komplette Truppe. Leider nur Horde auf dem Level. Ja, sobald ich mit dem durch bin, werde ich dann Hordenchar leveln, ne? Also mein Monk, da bin ich schon beim Buff vorstecken. Hey Sarah, grüß dich. 11 Minuten verzögert. Das kann ja nicht sein, 11 Minuten. Und wie viel ist es auf Twitch? Sagt mir das mal an. Das würde mich mal interessieren, was da der Unterschied ist. So, eine Karre brauchen wir noch. Da hinten. Das ist sie. Hey, warum haben wir denn jetzt keinen Instant-Invite? Wir sind eine volle Gruppe zum Queuen und kriegen keinen Dings. Maximal eine. Ja, siehst du, also, dann liegt's aber, dann brauche ich den Stream jetzt nicht resetten oder irgendwas, bringt alles nichts. Das liegt an YouTube, ne? Weil ich sende einmal Daten hoch und die gehen sowohl an YouTube als auch an Twitch gleich, ne? Und, naja, dann muss es an der Plattform liegen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich zähle auf euch. Achso, hier müsste man über die Dinger drüber, ne? Ja, ihr müsst auf Twitch gehen. Tut mir leid, auch YouTube spackt anscheinend gerade. Brüder, beseitigt diese Unverschämtheit. Die Quests bringen eigentlich erstaunlich viel, ne? Also wahrscheinlich ist es fast sogar sinniger zu questen. Wir benötigen keine Hilfe von außen. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Gammelmops hier echt.
Naja, prinzipiell finde ich YouTube schon besser, aber die haben anscheinend halt gerade Probleme, ne? Kann ja bei jedem Ding mal sein, aber ja. Muss man halt andersrum ausweichen. Wie gesagt, der Link zum Twitch-Ding ist ja unten auch, ist ja auch verlinkt, mein Twitch. Dann müsst ihr halt, also wenn ihr quasi keinen so einen krassen Delay haben wollt, da einfach hingehen, weil das ist ja fast eine Viertelstunde, das ist halt schon krass, ne? Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Das kann ich nicht angreifen. Halt denn der Mob sich so? Das scheint ja irgendwie buggy zu sein. Na jetzt aber hier. Lasst mich Platz für unsere Gäste schaffen. Ich zeige euch meine. Jetzt bin ich, bin ich 89 mit dem. Deswegen, wie gesagt, deswegen wollte ich ja heute noch was machen, dass ich den am besten auf, ja, auf 100 heute noch kriege, ne? In der Folge kriege ich den bestimmt noch auf 90. Mit Dungeon-Abschluss, ja gut, es könnte reichen, 100k, oder? Müsste eigentlich noch hinkommen. Und dann, sonst habe ich in WoD immer 3 Stunden etwa gebraucht. 3 Folgen war immer WoD. Ich weiß es halt nicht, ob es jetzt langen würde, ob ich es in 2 schaffe. Das werden wir dann sehen, ne? Das müssen wir gucken. Gut, ich bin halt dann nicht erholt, ne? Das ist dann halt nicht der Fall. Ja, wahrscheinlich wird es dann trotzdem, naja, mal schauen. Du hast halt jetzt den Warmode, der 30% ist, und du hast halt jetzt, sag's mir, hast halt jetzt die geringere EP, die du brauchst. Also wahrscheinlich bist du trotzdem gut schneller, auch ohne erholt. Wenn dann noch erholt wärst, boah, dann könntest du wahrscheinlich eine Stunde durchballern. Schätze ich jetzt mal so ganz grob. Klar, du kannst gerne mit, aber in WoD werde ich, wie gesagt, nur Schätze aufmachen, ne? WoD ist eigentlich meine Patentformel, Timeless Isles, danke fürs Followen. Timeless Isles Skip mache ich in WoD immer. Garnison aufbauen. Und dass ich einen Ruhestein habe, ne? Und dann das Ding. Den Trank. Und dann geht's eigentlich. Warte mal, ist eigentlich. Ne, Dunkelmond Jahrmarkt ist nicht, ne? Da haben wir nichts. Und sobald ich den Trank habe, tue ich eigentlich nur noch Schätze aufsammeln. Was anderes mache ich dann gar nicht mehr. Dann geht's direkt an die Schätze. Oh, dass wie es am schnellsten von 110 auf 120 geht. Also, ich farm ganz gern Inseln. Das geht relativ schnell. Ich will mich jetzt aber nicht hinstellen und sagen, dass das Allerschnellste ist. Aber es... Also, ne, wenn du eine vernünftige Gruppe hast, gehen Inseln schon... Okay, wir haben geedit. Inseln gehen schon relativ zügig. Ja gut, also das sollte eigentlich nicht passieren, aber es kann passieren. Mein Gott, das hat einer zu weit gelaufen. Ne? Über sowas rege ich mich gar nicht auf. Das ist okay. Machst du die Gruppe halt, ne? Passiert. Das ist kein Stress. Ach kacke, was hab ich denn jetzt gemacht hier? Fähigkeit gedrückt. Na, schau, ob ich Glück hab, nicht gefreezed werden. Man kann das auch so ein bisschen gucken, wo sie fliegen, die Dinger. Und denen ausweichen. Ich wurde nicht erwischt. Gerade bin ich in MOP unterwegs, ne? Ich bin noch 89, aber ich hoffe nach der Instanz 90 und dann, ne? Auf einer WoD. Hey, danke dir fürs Followen. Vielen Dank. Wir dürfen nicht ihr zögern. Ihr habt noch viel zu lernen, wenn ihr euer Volk gegen das Schar verteidigen wollt. Gegen das Schar, ja. Eure Mitschüler. Sollte einer unterliegen, wird ein anderer seinen Platz haben. Das ist noch nicht bereit. Das ist noch nicht bereit. Wir sind die Wächter. Ihr habt noch viel zu lernen, wenn ihr euer Volk gegen das Schar verteidigen wollt. Aber gut, also auch mit dem Pala bin ich ziemlich schnell jetzt eigentlich nach oben gekommen, ne? Da kannst du eigentlich nicht motzen. Ja, also das geht eigentlich.
Das geht eigentlich. Jetzt mal gucken, wie schnell das dann mit dem Monk geht, der dann noch mehr Bonis hat, ne? Hier mit allein 50% EP, was der da nochmal drauf hat, das macht natürlich schon viel aus. Sind wir denn? Oh, jetzt sind wir gleich bei der Stunde zusammen, aber die Instanz mache ich noch fertig. Sagt er denn der Abschluss? Naja, gut, 100k müssen wir noch zusammenkriegen, oder? Was haben wir denn für den letzten gekriegt? Habe ich das noch in der Liste drin? Jetzt schauen wir mal. Ah, die haben ziemlich viel gelabert, ne? Nee, das ist gerade nicht mehr drin, schade. Achso, warte mal, hier kamen mir die Mobs noch. Crippte mich einfach zurück hier, der Priester. Ich war gerade noch im Chat vertieft quasi. Wollte gucken, wie viel die anderen Abschlüsse gebracht haben. Aber ich meine, insgesamt 100k müsste ich schon kriegen. Hoffe ich zumindest. Und was meinst du mit Valshara? Meinst du Questen von 110 auf 120? Ich glaube, da kriegst du in Valshara gar nicht mehr so viele P. Valshara ist doch 100 bis 110. Ach so, okay. Ich mache am liebsten immer die Invasion, da musst du zwar mal ein bisschen warten, ne? Aber wenn du in der Woche jeden Tag die Invasion mitnimmst, dann hast du es eigentlich auch. Und das ist halt minimal Zeitaufwand, ne? Jetzt mittlerweile geht es ja noch schneller durch Invasion, kriegst ja fast 2 Level für eine. Also, das ist easy. Aber mal gucken, ich weiß es halt auch nicht, ne? Ich kann ja auch noch die Bonusziele da machen. Die müssten jetzt auch ziemlich viel bringen, die werde ich auch noch mitnehmen. Und bis 100 irgendwie, 101, 102 kannst du ja die Sachen auch noch aufsammeln. Also mal gucken, wie weit ich dann sogar noch andere Sachen basteln kann, ob ich dann vielleicht gar nicht so von den Invasionen abhängig bin. Das werde ich dann auch noch gucken müssen. Naja, du musst sehen, du hast davor etwa 1,5 Level durch eine Inver gekriegt, etwa, ja. Jetzt brauchst du in dem Levelbereich, jetzt brauchst du in dem Levelbereich 25% weniger EP und du kriegst durch den Wormut 30% mehr. Jetzt kannst du mal rechnen, wie viel, wo du jetzt stehst. Also du hast erstmal weniger EP, die du brauchst und du kriegst auch noch mehr, also... Da, ja, kommst du etwa auf 2 Level pro Invasion. So Pi mal Daumen jetzt, ne? Ist eine grobe Schätzung. Ich hab zwar heute Nachmittag eine gemacht, bloß war ich da halt schon 108. Nee, ich war 108 und bin auf 110 gekommen, ne? Dann habe ich auch 2 Level gekriegt, ja. Nein, Wormut, ja, also Wormut bringt 10%, ja, das ist richtig. Aber der bringt mehr Prozente, wenn du die unterlegene Fraktion bist. Und Allianzler sind eigentlich immer die unterlegene Fraktion, weil weniger im Wormut spielen. Und deswegen habe ich bei meinem Allianzler immer eigentlich 30% Wormut-Bonus. Theoretisch kann die Horde auch da mehr Prozente kriegen, aber dann müssten mehr Allianzler Wormut aktiviert haben. Oder weniger Hordler ihn aktiviert haben, ne? Je nachdem. Das ist ja immer so eine Fraktionsbalance-Geschichte. Ehrlich gesagt, sei froh, dass es so rum ist. Weil andersrum ist es viel nerviger. Das hat schon einen Grund, warum die Allianz den Wormut nicht anhat. In den meisten Fällen. Weil, als Hordler, wenn du den Wormut anhast, dann hast du kaum Gegner, die dich wegschnetzeln. Aber wenn da ständig welche von anderen Fraktionen sind, dann bringen die auch 10, 20 oder 30% nichts. Wenn du tot bist, dann bringt dir das auch alles nichts, ne? Wenn du ständig von irgendwelchen höherleveligen umgeboxt wird, dann ist der ganze Spaß mit Wormut halt auch sinnlos, weißt du? Also von dem her, ist das so eine zwieschneidige Sache.
Die Horde hat das schon ziemlich angenehm gehabt, 10% for free zu kriegen, ne? Weil eigentlich sind die 10% als Ausgleich dafür, dass du halt einen offenen PvP-Kampf hast. Aber den hattest du, im eigentlichen Sinne hattest du den nicht, weil ja die Allianz in den meisten Fällen den Warmode gar nicht anhatte, weißt du? Aber die müssen von den Explo-Viechern weggehen. Die explodieren gleich alle, ne? Da würde ich jetzt aufpassen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Diese bösen Explo-Viecher. Nee, aber wenn wir dann in Dings rumlatschen, könnt ihr auch gerne mitkommen für die Bonusziele, wenn ihr wollt. Dann geht es auch ein bisschen schneller, wenn man es in der Gruppe macht. Da solltet ihr aber dann zumindest fliegen können, sonst macht es halt wenig Sinn, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja gut, jetzt brauche ich noch knappe 100k, sogar nicht mal mehr. Also das kriege ich auf jeden Fall. Ja. Quests habe ich hier zwar keine. Eigentlich kann ich jetzt hier schon mal... Das kann ich auf jeden Fall schon mal abbrechen. Das werde ich nicht mehr machen. Ich würde es ab 101 mitkommen. Ach so, 101. Ja, jetzt bin ich erstmal 90, ne? Also da geht's jetzt bei mir quasi weiter. Mit Stufe 90. So. Cute ist. Ja, man muss halt gucken, ob es sich rentiert, ne? In den Low-Level-Gebieten, wenn man natürlich abgefahren wird, bringt es auch nichts. Aber du kannst ihn ja jetzt in jedem Gasthaus ausmachen. Also von dem her, ja. Wenn dir irgendjemand hart auf den Sack geht, kannst du es immer noch lokal ausmachen. Das finde ich gut. Ne, dass du es nicht überall anmachen kannst, ist okay. Aber du kannst es zumindest ausmachen, dann gehen die Leute nicht mehr auf den Sack. Nee, nicht die Allies bekommen mehr, sondern die... unterlegene Fraktionen bekommt mehr, ne? Und das sind halt zu 90% die Allianzler. Also das ist nicht ein Fraktionsbonus, das ist halt ein Ausgleich, wenn man die unterlegene Fraktion ist. Ach, eigentlich hätte ich gleich richtig aufmounten können hier. Na, mal schauen, ob irgendwer edit. Oh, da habe ich schon wieder so ein Pet gesehen. Na, es rennt sogar... Boah, es hat keiner geedit. Ich bin ja stolz auf die Leute. So ein Ausgleich gibt, ja. Weil ich weiß nicht, ich finde die Leute heulen zu sehr rum. Die andere Fraktion ist immer bevorteilt. Das höre ich von beiden Seiten. Ich spiele ja beides. Ich spiele Allianz und Horde. Und ich kann euch sagen... Beide Fraktionen sind genauso schlimm. Beide heulen rum. Ja, wenn irgendeiner irgendeinen Scheiß kriegt, egal wie kacke es ist, die anderen heulen rum. Meine Fresse, hat mich diese Warfront-Diskussion am Anfang aufgeregt, wo es dann um ein 370er-Item ging und dann hieß es, das verzerrt den Progress. Und dieses ein fucking 370er-Item. Also wenn das den Progress verzerrt, dann bist du nicht in der wirklichen Progress-Gilde, weil da juckt halt das 370er-Item reichlich wenig. Ja, aber... Naja, da haben halt meistens die LFR-Kiddies geschrien, wo der Progress halt scheißegal ist, ja, aber naja. Das ist halt so Sachen, wo ich mir denk, so, ja, Jetzt kickt er mich da wieder raus. Naja, komm, zieh mal aus dem Gammelzeug weg da. Und an dem Boss kannst du aber auch rumwipen, wenn du eine echt Scheißgruppe hast, ne? Wenn keiner dieses Zeugel macht, die nicht interrupted und so. Also der kann auch richtig fies sein hier. Der Geselle. Ah, auch schon Vibes gehabt. Dann kannst du nämlich hier wieder ganz von vorne reinlaufen. Das ist auch richtig schön. Du, wie gesagt, jeder spielt sein Content, ne? Ich sag auch nichts gegen Leute, die jetzt nur im LFR spielen. Das, jedem das seine. Was mir nur auf den Sack geht, ja? Dass Leute, es gibt die Fraktion an Leuten, die quasi
nicht mal den LFR clear haben, aber dann schreien, oh, das Game ist viel zu einfach, alles nur für Casuals und viel zu easy, aber selber nicht mal irgendwas gerissen, weißt du, du kannst halt Maul aufmachen, dass was zu einfach ist, wenn du hier Mythic clear hast, ja, dann kannst du anfangen, ja, also wenn du hier, das ist, also wenn du halt, wie es gerade aktuell ist, hier Dings hast, ne, wo haben wir es, hier, wenn du gar ohne Mythic-Modus hast, dann kannst du sagen, okay, hier ist alles zu easy, ja. Aber nicht mal ich würde mich ja dreisten, das zu sagen, weil ich habe Gahun gelegt, nachdem er genervt wurde, ja. Also von dem her, und selbst da war er nicht einfach, wir haben 200 Trials gebraucht, bis wir ihn umgeboxt haben, ja. Also von dem her würde ich nicht behaupten, dass der Boss zu einfach ist, selbst jetzt nach dem Nerf. So, aber das nur so am Rande. So, ich bin 90, wunderbar. So, ich habe mich noch bedankt und verabschiedet, weil ich so ein freundlicher Typ bin. Gut, jetzt sind wir aber am Ende von der Folge. Und zwar hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns bei der nächsten wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.